Liebe Freunde, seid gegrüßt. Hier ist MD Vegan und heute möchte ich eine leckere Kürbissuppe machen mit Koriander- und Currygeschmack. Und dazu habe ich mir Karottensaft ausgepresst. Jetzt ist also Möhrensaft. Hier habe ich schon eine ganze Menge, also ich mal 3-4 Tassen habe ich hier. Das war eine ganze Handvoll großer Möhren. Ich benutze aber erstmal nicht alles, weil ich wissen möchte, wie dick die Suppe wird. Also ich kann war ein bisschen auf und werde nachher schauen, ob ich mehr brauche. Da habe ich noch 2 Tassen Kürbis. Habe ich klein geschnitten. Ich habe hier Butternusskürbis genommen und die Schale ganz leicht geschält mit dem Sparschäler. Das ist eine ganz hauchdünne Schale. Ich glaube, die ist ein bisschen hart. Man kann die vielleicht nehmen. Ja, ich habe mich dagegen entschieden. Will heute nicht experimentieren. Das kommt vielleicht ein anderes Mal. Beim Hokkaido-Kürbis hätte ich es dran gelassen. Beim Butternuss eher nicht. Mal gucken. Hier habe ich eine Schalotte. Eine kleine Schalotte, klein geschnitten. Eine halbe, sagen wir mal so, klein gehackt. Eine halbe größere, eine kleinere oder eine größere, kleine. Hier ein bisschen eine halbe Stange Sellerie. Habe ich auch in kleine Stücke geschnitten. Als Geschmack, der Geschmack dazu, glaube ich, passt sehr gut zum Koriander. Ich habe hier noch eine halbe Zitrone gepresst. Eine große halbe Zitrone, ein bisschen Zitronensaft, wenn ihr sehen könnt. Nicht viel ist es, aber ich mal gucken, ob ich ein bisschen mehr brauche. Es braucht nur wenig beim Kürbis. Sollte nicht so viel rein. Und hier 2 bis 3 Esslöffel Kokosnussfett, Kokosnussöl. Habe ich warm gemacht, dann wird das eben so flüssig. Und jetzt habe ich meine Gewürze. Da habe ich eigentlich das Übliche, erstmal Pfeffer und Salz. Ich habe hier wieder den rosa Pfeffer und den schwarzen Pfeffer, das Salz. Ja, und immer einen halben Teelöffel, ja, nicht so viel. Hier einen Teelöffel Curry und einen halben Teelöffel Koriander gestoßen. Und ein ganz klein bisschen Cayennepfeffer. Und eine kleine Knoblauchknolle habe ich auch. Zehe habe ich auch noch hier. Das wär's. Ich fange jetzt mal an. Ja, das ist mein Mixer. Die gute Dichte tut. Da kommt unten erst einmal der Kürbis rein. Zwei Tassen. Und ich lasse ein bisschen von dem Apfelchen, von dem Möhrensaft, was ich drin. So, mal gucken, dass ich nachher noch ein bisschen das nachgeben kann, wenn es zu dick ist. Sein sollte. Und die kleine Schalotte. Eine Stange Sellerie, einen Löffel Zitronensaft, Kokosnussfett, das macht den Geschmack so schön cremig, so schön rund, dass es schön abmacht, so warm. Ich nehme ungern Olivenöl, also wenn ich es vermeiden kann, das Kokosnussfett habe ich wesentlich lieber, und meine Gewürze. Salz und Pfeffer, ein bisschen Cayenne, Curry, Koriander und Knoblauch. Und jetzt bin ich gespannt. Das duftet schon so. Ich liebe Kürbissuppe. Ja, mal gucken, wie die wird. Toll Geschmack. Koriander genau richtig. So gerade vor dem Vorschmecken, so kurz dahinter. Lecker. Vielleicht ein bisschen Salz noch. Naja, also das sind Kleinigkeiten. Ich würde sie so essen, wie sie sich. Ich zeige euch mal, wie sie aussieht. Ihr kleines Gläschen. So schön cremig ist sie. Eine richtige Suppe. Perfekt. Schaut mal, wie lecker das aussieht. Habe jetzt ein leckeres Abendessen. Also die liebe ich, diese Kürbissuppe mit Curry und Koriander.
Und ja, wenn ihr wollt, abonniert meinen Kanal, dann kriegt ihr jeden Tag ein neues Rezept. Und ich würde mich freuen, dass wir uns austauschen. Bis bald.